Und dann haben wir hier schon mal unsere Themen. Worüber wir uns unterhalten werden, sind die Prüfungsabsagen, Kenntnisprüfung und Fachsprachprüfung. Sekunde. Ich gehe natürlich wie immer mal kurz auf die Weiterschaltung. Aber da tut sich im Augenblick noch nichts. So, dann beschäftigen wir uns mit der Berufserlaubnis ohne Fachsprachprüfung und die Verlängerung der Berufserlaubnis über 2 Jahre hinaus. Dann gibt es noch ein Gespräch, was ich geführt habe mit Klaus Simon, unserem Experten. Da kommen wir aber gleich drauf. Fangen wir doch mal ganz kurz an. Prüfungsabsagen, Kenntnisprüfung und Fachsprachprüfung. Ich habe also von mehreren Kollegen inzwischen weitere Details bekommen. Ich bekomme aus allen Teilen von Deutschland Mitteilungen, was die Behörden mitteilen. Und es sieht im Augenblick wohl so aus, dass bis Ende Mai, Anfang Juni sämtliche Prüfungen abgesagt sind. Auch wenn die Behörde Ihnen das noch nicht mitgeteilt hat, aber es ist so, das liegt auch daran, dass einige der Behörden einen sogenannten Shutdown haben. Das heißt, dort wird zurzeit auch gar nicht gearbeitet. Es kommt aber auch hinzu, dass man an die Behörden zurzeit persönlich gar nicht mehr rankommt, weil jede Kontaktsituation vermieden wird, kann ich absolut nachvollziehen. Dann gibt es Informationen aus dem Norden, ohne da die jetzt im Detail zu werden, aber ich bekam die Nachricht, dass man dort mitgeteilt hatte, vor Oktober wird es keine Kenntnisprüfung geben. Was bedeutet das? Das ist natürlich insofern sehr kritisch, weil die Prüfungen, die jetzt nicht stattfinden, die müssen ja dann irgendwo nachgeholt werden. Und das ist doch die große Frage, wie will man das machen? Wie will man diese Prüfungen, Sekunde, wie will man diese Prüfungen wieder nachholen? Denn es stehen ja schon die nächsten Prüfungen an. Das heißt, man kann im Augenblick davon ausgehen, dass sich alle Prüfungen nach hinten verschieben. Dann nochmal zu dem Thema Berufserlaubnis. Ich bekam die Information, dass man im folgenden Fall auf jeden Fall doch mal nachfragen soll bei der Behörde, was mit einer vorläufigen Berufserlaubnis ist. Es gibt viele Ärzte, deren Berufserlaubnis inzwischen abgelaufen ist, und zwar einfach aus dem Grund, dass sie noch keinen Termin zur Kenntnisprüfung bekommen haben. Es gibt dann wieder Behörden, die sind etwas großzügiger und haben bisher die Berufserlaubnis verlängert, bis man letztendlich dann einen Termin zur Kenntnisprüfung bekommen hat. Aber interessant ist halt die Situation für Leute, die, nehmen wir mal an, Berufserlaubnis bis vor einem Jahr hatten und seitdem auf einen Termin für die Kenntnisprüfung warten. Machen Sie doch bitte Folgendes. Das ist der Tipp einer befreundeten Juristin. Machen Sie doch bitte Folgendes und versuchen Sie Folgendes. Lassen Sie sich von Ihrem Arbeitgeber, das sind ja dann meist die Krankenhäuser, doch eine Bestätigung geben, dass man sie jetzt dringend braucht aufgrund der aktuellen Situation. Und damit gehen Sie dann zu der Behörde und fragen, ob Ihre Berufserlaubnis verlängert werden kann. Es gibt hier diesen Paragraphen 10 Berufserlaubnis in der Bundesärzteordnung. Ich habe den hier nochmal eingeblendet. Aus Gründen der ärztlichen Versorgung kann eine Berufserlaubnis verlängert werden. Also ich glaube, da sind Sie eigentlich ganz gut mit dabei. Probieren Sie es doch einfach mal. Generell habe ich mich heute Nachmittag zu dem Thema, wie sieht es eigentlich aus bei den Behörden, mit Klaus Simon unterhalten, meinem Kollegen aus Ostfriesland. Und ich darf Ihnen diesen Beitrag kurz einmal vorspielen. Hallo, jetzt bin ich verbunden mit Klaus Simon
Klaus, die erste Frage: Wie ist das Wetter bei euch? Hallo Wilhelm, einen schönen Gruß an dich und an alle Zuschauer hier. Ja, das Wetter heute in Ostfriesland ist etwas frisch, kalter Ostwind, aber herrlichster Sonnenschein mit blauem Himmel. Ja, das ist natürlich klasse. Klaus, wir sind natürlich alle ein bisschen geprägt durch Corona und alles, was da passiert. Und du bist natürlich auch jemand, der sich in der Szene gut auskennt. Du bist wunderbar vernetzt. Wie siehst du das Ganze denn mit den Prüfungsabsagen, mit Berufserlaubnis, Verlängerung Berufserlaubnis? Wie schätzt du das Ganze ein? Ja, also es wird sich eine Menge erstmal jetzt tun für die Mitarbeiter an den Behörden. Ich arbeite selbst ja auch an einer Behörde und ich will mal so ein bisschen erzählen, wie das so im Behördenalltag so abläuft. Die haben erstmal grundsätzlich zwei Zielsetzungen. Einmal Aufrechterhaltung des ja, wie soll man sagen, Kernbetriebs der originären Aufgaben, dass das weiter laufen kann. Und das zweite natürlich Schutz der Mitarbeiter. Und der erste Schritt, was man üblicherweise macht bei sowas, ist erstmal, dass man Kontakte nach außen minimiert. Also zum Beispiel bei Approbationsbehörde Unterbindung von Besucherzeiten, Besuchsterminen, dass die nicht mehr stattfinden, dass man sich nur noch auf telefonische Anfragen beschränkt und schriftlichen Kontakt mit den Leuten, aber keine Besucher mehr in die Behörde reinlässt, um das Ansteckungsrisiko zu reduzieren. Kann Das ist das eine. es denn auch sein, entschuldige, wenn ich da einhake, kann es denn auch sein, dass natürlich werden die Behörden wahrscheinlich auch Fälle haben, dass die den Bürobetrieb runterfahren? Ich meine, das muss ja nicht zum völligen Shutdown kommen, aber es könnte ja auch sein, dass die Behörde selber schon von sich aus sagt, komm, Schluss. Ich sehe das hier bei Behörden, bei uns hier im Rhein-Sieg-Kreis nahe Köln. Da kommt man in die Behörde überhaupt nicht mehr rein, schon gar nicht mehr in das Gebäude. Ich habe so das Gefühl, dass das auch in anderen Teilen, in anderen Bundesländern so stattfindet. Ja, also das hängt jetzt so ein bisschen davon ab, wie die Behörden auch ausgestattet sind. Das ist sicherlich von Behörde zu Behörde auch etwas unterschiedlich, wie das praktiziert wird. Ganz allgemein kann man sagen, ist schon eine Tendenz, dass man erstmal versucht, möglichst viele Mitarbeiter ins Homeoffice zu schicken, dass man den Leuten einen Laptop mitgibt, einen dienstlichen Laptop und ein nach Möglichkeit Verschlüsselungsgerät, dass die Leute übers Internet dann eine verschlüsselte Verbindung auf den Behördenserver machen können. Ich zeige dir mal hier über die Kamera, wie so ein Verschlüsselungsgerät aussieht. Ich habe sowas von meiner Behörde also auch mitbekommen. Das kann ich am Laptop anschließen und dann kann ich vom Laptop aus auf unseren Behördenserver zugreifen und kann alles das, was ich normalerweise im Büro mache, also auch von zu Hause aus machen. Das Das ist heißt, natürlich das würde optimal. ja dann bedeuten, dass wir davon ausgehen, dass die Approbationsbehörden, sofern sie dann nicht im Büro arbeiten können, wahrscheinlich auch von zu Hause arbeiten. Aber kommen wir doch, da wir leider ja nur eine bestimmte Sendezeit haben, kommen wir doch vielleicht noch zu einer anderen Frage. Ich bekomme inzwischen immer mehr die Mitteilung, dass Prüfungen, Kenntnisprüfungen und Fachsprachprüfungen abgesagt sind und es werden auch zurzeit keine Wiederholtermine genannt. Wie schätzt du das ein? Ab wann wird man wieder überhaupt Prüfungen durchführen? Wie kann das gehen? Also bei uns in der Behörde war es so, dass in einem ersten Schritt bis zum 17. April alle Termine abgesagt worden sind und auch die Leute, die die Möglichkeit haben, von zu Hause zu arbeiten, auch zu Hause arbeiten lassen. Man splittet das Ganze auch sonst auf in sage ich mal,
ein Teil im Büro und ein Teil zu Hause, damit, wenn sich mal wirklich im Büro ein Mitarbeiter infiziert haben sollte und die anderen in Quarantäne geschickt werden, dass nicht die komplette Mannschaft in Quarantäne ist und die Behörde arbeitsunfähig. Also da hat man schon Notfallpläne bei den Behörden. Also erster Termin, der genannt worden war, 17. April. Das ist aber inzwischen bei einigen Behörden schon wieder revidiert. Bei uns an der Behörde spricht man jetzt davon, dass sich das Ganze erst ab 1. Juni wieder etwas normalisieren soll. Dann Aber seid ihr ja schon ganz schön schnell. Also ich bekomme jetzt gerade in einem Fall die Rückmeldung eines Kollegen, dass in Rostock wohl vor Oktober, November überhaupt keine Prüfungen stattfinden. Da muss man wissen, die machen das auch für Schleswig-Holstein und dort hat es ohnehin sehr lange Intervalle gegeben. Aber ich finde das teilweise ganz heftig. Und wir kommen natürlich auch noch mal kurz zu dem Problem. Was hältst du denn davon, dass es Berufserlaubnisse temporär befristet bis Ende des Jahres in Bayern auch ohne Fachsprachprüfung geben soll? Ist das eine gute Idee? also man hat sicherlich jetzt durch diese Corona-Krise bei den Humanmedizinern unheimlichen Bedarf in den Krankenhäusern an Ärzten. Und ich kann das durchaus verstehen, dass man jetzt alle Möglichkeiten versucht, um Ärzte für die Krankenhäuser zu bekommen, sei es pensionierte Ärzte zu reaktivieren oder auch ausländische Ärzte mit einer Berufserlaubnis arbeiten zu lassen. Man kann also auch statt darüber zu diskutieren, ob eine Fachsprachprüfung notwendig ist für die Erteilung der Approbation oder nicht, kann man natürlich auch noch das Instrumentarium wählen, dass man sagt, aus Gründen der medizinischen Versorgung sehen wir von dieser Zwei-Jahres-Frist für die Berufserlaubnis ab und gebt den Ärzten, auch wenn sie schon 2 Jahre Berufserlaubnis hatten, nochmal eine neue Berufserlaubnis. Also da lässt sich ein bisschen was machen und ist aus meiner Sicht auch ehrlich gesagt vernünftig. Das Einzige, was ich nicht vernünftig erachte, ist teilweise, wie die Zahnarztpraxen verfahren. Das finde ich schon fast ein bisschen verantwortungslos. Von wem? Von wem? Manche Zahnarztpraxen tun so, als wenn es Corona gar nicht gäbe und fahren fast normalen Betrieb weiter zum Schutz der Zahnärzte und auch des Personals in der Praxis. Würde ich den Betrieb der Zahnarztpraxen noch weiter reduzieren und fast nur noch wie am Wochenende so einen Notdienst arrangieren und solche Sachen wie professionelle Zahnreinigung und ähnliches jetzt in Zeiten von Corona absolut Du, runterfahren. Also Klaus, das kann ich dir bestätigen. Meine Frau ist ja Zahnärztin, hat eine Zahnarztpraxis. Also Zahnreinigung und ähnliche Sachen macht man derzeit gar nicht. Man macht, wie du schon sagtest, Notfalldienst. Sie hat heute Notfalldienst. ja. Das zieht man noch durch, aber alle anderen Sachen hat man schon weitestgehend auch reduziert. Also wir haben hier in Niedersachsen, in Ostfriesland sogar noch Zahnarztpraxen, die machen ganz normalen Betrieb und die machen auch noch Prothesen und was weiß ich alles. Also da habe ich wenig Verständnis für. Da würde ich sagen, nur noch absolute Notfälle, Schmerzpatienten. Und bei den Zahnärzten sehe ich auch nicht so im Moment den akuten Bedarf wie bei den Humanmedizinern. Bei Humanmedizinern, denke ich mal, sind alle Maßnahmen recht, um zusätzlich Ärzte für die Krankenhäuser zu akquirieren. Gut, Klaus, unsere Zeit ist schon wieder um. Tausend Dank. Das waren interessante Informationen aus Ostfriesland, die wir dann heute Abend einbauen werden. Und schönen Dank. Wir hören voneinander. Alles Gute. Mach's Ja. gut. Ciao. Ja, tschüss. Ja, soweit das Gespräch mit meinem Kollegen Klaus Simon. Der bleibt auch weiterhin am Ball und hört sich um, was sich noch Neues tut. An dieser Stelle nochmal danke, danke, danke für all die Leute,
die für uns tätig sind. Das muss man mal ganz deutlich sagen, das ist längst nicht selbstverständlich. Und ich bin selten durch ein Lied so berührt worden wie das Lied von Bernice Ehrlich, was im Augenblick ein Hit im Internet ist. Hier kommt er. Hört kurz zu, es ist nun Zeit, dass jeder von uns zu Hause bleibt, auch wenn wir uns so sehr nach Nähe sehnen. Coronavirus ist kein Fake, der uns zum Spaß zu Hause hält. Es ist ernst, es geht um uns und unser Leben. Halleluja. Von uns zu Hause bleibt, sich ganz allein die Zeit vertreibt, dann können wir die Krankheit auch besiegen. Es geht um dich, um mich, um uns, um jeden, den man schützen muss. Auch wenn die Zeiten schwer sind, bleib zu Hause. Egal wie gut es dir auch geht, du weißt nicht, ob du's in dir trägst. Drum sei nicht dumm, wir dürfen nichts riskieren. Sei ein Held und gib nicht auf, sonst hört die Krankheit nie mehr auf. Das darf nicht sein, das darf niemals passieren. Ja, liebe Leute, also die große Bitte, bitte bleibt zu Hause in dieser Zeit, vermeidet die Menschenaufläufe. Wir haben es ja heute schon gehört. Es ist ein schlimmes Virus, was uns zurzeit heimsucht. Wir werden alle natürlich weiterarbeiten. Und wie gesagt, versuchen Sie sich den Krankenhäusern als Ärzte zur Verfügung zu stellen. Rufen Sie Ihre Gesundheitsbehörden, das heißt besser die kassenärztlichen Vereinigungen, an und fragen Sie nach, was Sie machen können. Man wird Ihnen dabei sicherlich behilflich sein, denn wir sind in einer Zeit, wo jeder gebraucht wird. Alles Gute, bleiben Sie gesund. Wir hören uns wieder am nächsten Sonntag.